guys like ping pong balls. I saw him break into the church. Our Chris is a vampire. You don't want to end the party when things get interesting. It totally fucked her up. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier beim Priest Simulator mit eurem Bobas. Ja, herzlichen Dank erstmal an Ultimate Games, die mir den Key zur Verfügung gestellt haben, dass ich euch das Spiel zeige. Das Spiel soll morgen rauskommen, am 6. Oktober 2022. Und ich habe die Freude, dass ich euch das mal vorab zeigen kann. Ich bin sehr gespannt drauf, denn es soll wirklich eine sehr groteske und absurde Welt sein, in der wir als Priester unterwegs sind, um Satanisten zu jagen und auszuschalten. Also wenn der Trailer vorne noch dran ist, weil es keine Probleme gab mit YouTube, dann wisst ihr ungefähr, was auf euch zukommt, und würde sagen, wir starten auch hier gleich mit dem Slot 1. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe das Spiel noch nie gestartet. So, Priest Simulator, hello. Oh, weißes Bild. Okay, wir gehen mal auf die Optionen, denn das erste, was ich jetzt natürlich mache, das sind die Soundeffekte, Music. Also die Musik mache ich jetzt mal runter, weil ich jetzt noch nicht weiß, wie... ich mach's mal aus. Besser ist das. Language gibt's Englisch, Polnisch, Englisch und Polnisch. Okay, alles klar. Audio Language. Okay. Wir gehen trotzdem auf Englisch, dann starte ich das Spiel eben einfach neu. Joystick, also es ist die Möglichkeit, dass man auch mit dem Controller spielt. Hat, haben wir auf jeden Fall an. Hat Kompass. Ich gehe das jetzt einfach mal mit euch durch. Geht's höher auch? Ja, es geht auch höher. Anti-Leisling. High, Motion Blur, yes, Bloom, okay, da gehe ich wieder auf die üblichen 60, Controls, ich denke mal, das wird selbsterklärend sein, also von daher würde ich sagen, ich starte das Game jetzt einfach neu. Gut, hier steht noch Choose Safe Slot, den ersten bitte, und wir legen los. Ja, also das Spiel befindet sich ja noch im Early Access, also sollten natürlich Bugs und so weiter auftreten oder Fehler in der Grafik oder was weiß ich, die sind ja noch dran am Arbeiten, also da darf man immer nicht zu böse sein drüber. So, machen wir mal. Hell is my playground. We fight for splendor. Humiliating each other and tormenting the damned. I am an immortal vampire, the rising star of the Infernet. You come up with a challenge. I do the job. Break this, break that. I don't give a fuck. All I care about is fame. I am still too low in the ranking. But someday I'll have the money for us to move to a different circle of hell. My creature, a Batoon. If you wanna become a popular tyrant, you better have a creature. No creature,
No light, no lights, no splendor. This is my beloved, Vamela. I'm a celebrity singer. I was supposed to perform at a benefit at Bebox, but Gruzia will play instead. I hate buskers like that. So you're planning to ruin the party. Two birds with one stone. Wir sehen schon, es wird wahrscheinlich sehr, sehr... Oh, crazy. Hui. You got what you deserved. Eat this. Ah, es geht sofort los. Ah, wir schmeißen quasi Feuerwehr. Man wird aber wirklich richtig schön reingeschmissen hier. Well, that's right. B-Book. Ah, der schießt mit, You got what you deserved. Ich werde dich schon fertig machen. So schaut's aus. You got what you deserved. Ah, man kann auch springen. You felt that, right? Ui. Ich denke mal, dass ich vor dem Ding weglaufen muss. Dankeschön. Das ist schon gleich am Anfang hier so ein Endboss. Und man kann mit beiden Händen laufen. Schießen? Man kann mit beiden Händen laufen, ja. Oh, da kommt wieder diese Wand. Ist ja Wahnsinn, dass man gleich so hier reingeschmissen wird. Ui. Autsch. Okay, am besten ist dann durchlaufen. You got what you deserved. Also man sollte schon in Bewegung bleiben, ich merk's schon. You got what you deserved. Ui. Ui. Okay. Also wenn man erwischt wird, am besten durchlaufen dann. Komm, den machen wir doch jetzt fertig. We did it! No more of that racket! That Gruzia isn't that bad, though. Okay, let's get the fuck out of here to the elevator. Warum ist sie jetzt gefallen? Oh, nice. Es ist wirklich crazy. It's not working. What a piece of crap. We're done for. For heaven's sake, you just have to try harder. Oops. Oops. Also mir kommt es so vor, als wäre das jetzt so eine Aufnahme. The Vatican sent me down to Sandeville to rebuild a church burnt down by the Satanists and to restore a healthy level of Christians. By a strange twist of fate, I lost the entire budget in the casino. Fortunately, I had a brilliant idea. Person Torpedo sold us those figurines, those that get you possessed, and now he says he will perform the exorcism for monies. Fuck that! I'd rather be possessed! Have you noticed anything strange in your town lately? I killed my brother! There's a terrible stench coming from my cesspit!
I gave up alcohol. Stop confessing. This is a serious question. His point is that demonic forces have taken over our households, so we all can be possessed anytime. In a moment, the parson will perform an exorcism on a werewolf. Hey! You spoiler! Shut the fuck up! We call him a spoiler, cause sometimes he gets those revelations and pisses everyone off. Could want to know the future. Possessions are just the Vatican's nonsensical stories to scare Christianists. They strengthen our faith, but it's all bullshit. Well, you'd be fucking surprised. I don't want any demon! I want to sin on my own! So you should do something, Father, if any of us gets possessed. I would happily do it for free, but you know, it's my job. What is calm? What you're doing is extortion. Oh, come on, you think I'm extorting you? Well, exactly. That's unfortunate, but I already decided. I'll do a sermon on that, and that you shouldn't extort people. That should do the trick. Jesus Christ, unbelievable. Prove that before you start exorcising people. Cast a charm on the werewolf. What werewolf? Well, that one. It's Orlok, the vampire! It's really him! Holy hell. Spoiler! You fucked up the prophecy up again. Shit. We're out in the open. Not good. We left our platoon in hell, plus money for the Bebok job, and my fame. Good thing the local Shetanist recognizes us. Some parson wants to exorcise me. I was going to have my first show during a Hell Harvest Fest. Out of fire into the frying pan. Can you sign this? Not now. Ready, vampire? I'm going to perform an exorcism that will blow your socks off. What? Whatever. One bomb straight up your bum, you spiky jelly! You exercising me or your own gut? Okay, hold on. In the name of our father, flip the score! The vampire struggles no more! He ruined my glove. A Polish priest exercised my curse out of me. I lost my vampire superpowers. This is no proof. Let's make him eat garlic. Let's drive a stake through his heart. Didn't convince me. Let him walk into the church. To the church. To the church. To the church. To the church. Vampire, I command you. Walk into the church. To the church. If he wants to get his superpowers back, he has to do whatever I want. That's my signature trick. Blackmail. Oh, come on, get in there. I'm not strong enough to cast a spell on you. I'm a vampire. I'm not entering any churches. Give me back my superpowers and get me back to hell. Don't worry, you have my blessing. You'll be alright. Simsalabim, vampire. You're gonna go into the church and fulfill my three wishes. You haven't seen the last of me. So, had got your tongue? Orlok? Das ist crazy. Ich hoffe, ich schaffe, dass ich das alles übersetze in der Kneppe der Zeit. Errungenschaft freigeschaltet for victory. So, er hat uns also unsere Superpower genommen und alle haben gesagt, ja, ich soll mich doch mal testen lassen. Also, ich soll in die Kirche gehen oder ich soll Knoblauch essen oder irgendwas, weil ich ja ein Vampir bin. So, und ob das denn wirklich geholfen hat, dieser Exorzismus. Ui! Muss ich das zerstören oder was hier? Weil es hat nämlich auch ein bisschen so einen reinigenden Dingsbums hier. Also ich muss nämlich auch zum Beispiel die Kirche wieder herrichten, Möbel aufbauen und so weiter. Schauen wir mal. Ah, okay. Ja, also ich kann Zeug wegräumen. Gehen wir mal da runter. Da stellt das Telefon. Ein uraltes Ding, hä? Hey, can you hear me? Torpedo here. Your boss. Is this supposed to be a church?
Looks like a shack. So what's the plan? I always come up with my ideas spontaneously. They are all good. So why would I need a plan? Torpedo, you gotta stop smoking the shit! Father, tell him to hang the crosses around. No, I have a better idea. I'll let you go if you hang crosses around the church. Where will he get the crosses from? You lost them all playing poker. Don't worry, I thought it all out. He will have to craft them with his own hands. The vampire will be crafting the crosses. Holy shit! They locked me inside the church. Fucking hilarious. I have to admit the parson knows the abracadabra stuff. I'm walking on holy ground. And it's not even hurting me. But when I get out of here, he's fucking dead. Okay, wir sollen also quasi unsere eigenen, die Kreuze selbst bauen und sollen dann die hier irgendwie aufhängen. Was ist das denn? Okay, Map? Es gibt eine Map. Okay, Work in Progress, wissen wir. Also das ist gerade noch in der Mache. Wo sind wir? Ich glaube, ich bin blind, ich sehe mich nicht. Ist egal. Dann haben wir das Journal. Journal, Call of Duty, Collect the Wood. Dance Macabre. Was haben wir denn hier? Charakter. Oh. Also wir können dann uns Skill Points geben. Das ist wahrscheinlich die Kräfte, die wir uns geben können. Ressourcen, Basic Manufacturing Material. Okay, schauen wir mal. Guide, Metaphysics. Okay. Zack, Call of Duty, Collect the Wood. Ich soll dreimal Holz sammeln. Holy damn. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Stuhlmann Holz ist. Aber es kann schon sein, ne? Kann ich dich da auch zerstören? Nein, da kann ich nichts zerstören. Kann ich dich kaputt machen? Okay. Entweder das verschwindet, weil ich drauf hau, oder es verschwindet von selbst. Das müsste ich auch einmal probieren. Da haben wir schon mal ein Wood. Ah, da unten sind noch Wood. Kann ich springen so hoch? Yes. Okay, noch ein Wood. Und? Ganz da oben? Wie komme ich da hoch? Da komme ich nicht hoch. Kann ich das so nehmen? Nee, ne? Gameplay prohibited. Okay. Kann ich eigentlich auch irgendwie... Nee, Superschlag oder sowas kann ich nicht machen. Ich warte mal ganz kurz. Ah, das verschwindet von alleine. Okay. Kann ich diese Haufen wegmachen? Nein, was ist mit dem Automaten? Buy. 10. Ah, da brauche ich 10 solche Kronen. Okay, und ich denke mal, Helena, what is that bomber guy, such a dick? Tja, ein Holz fehlt noch, aber... Oh, nee, das ist der Automat. Also ich kann hochspringen, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Okay, also klettern oder sowas kann ich nicht. Jetzt könnte ich höchstens mal schauen, ob ich... Ah, da ist nochmal eine Tür. Bist du auch zum Zerstören? Jawohl. Plus 3. Das sollte ich wahrscheinlich nicht zerstören, ne? Aha. Okay. Das verschwindet dann. Da haben wir noch einen Stuhl. Gurkenklaus. Was ist das? Windeln? Knäckebrot? Ein Kocher?
Ich weiß halt nicht, ob ich es kaputt machen muss. Ich mach halt einfach mal. So, schauen wir mal. Geht's hier durch? F-Journal? Ah, da haben wir nochmal. Aha. You don't have the key. Lass mich rein. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch einen Key finden. Muss ich dich auch kaputt machen? Ich glaube es nicht, ne? Okay, also da kann ich auch nichts machen. Das sind auch seltsame Figuren, ne? Also wenn einer doof ist, dann bin's ich, ne? Ich renne die ganze Zeit hier an diesem Ding vorbei und seh's nicht. Weg mit dir. So. Ich dachte mal schon gerade, es muss doch irgendwie nach oben gehen. Nimm. Imagine that. You defeat an infernal baron in a grand battle and by accident you end up in Poland. You just want to go back home to your platoon. What do you do? Because I myself am crafting crosses. Tja. So, ich schnapp mir natürlich alles irgendwie, was geht. Diese Recycling-Punkte oder was auch immer das sein soll. Da muss ich wahrscheinlich stärker werden, vermute ich jetzt mal. Ah, Place. Hier kann ich quasi ein Kreuz hinhängen. Weil ich soll ja drei Kreuze aufhängen. So. Dann haben wir nochmal da eins. Zack. Und da oben nochmal eins. Alles klar. Crazy. Fucking away she goes. Okay, Call of Duty. Answer the phone. Alles klar. Gehen wir hin. Weil wenn wir schon hier drin gefangen sind und der Priester im Grunde stärker ist wie wir, können wir halt nichts machen, ne? You did it beautifully. Bravo. And how do you know? Look around. Can you see the cameras? I don't. I can see you seeing them. We're waving. Your second wish. Quick. Hey, what's that behind you? These are the shatonic totems. We bought them. Diabolina told us to. We set them up in the church and flipped the safety off. The nest of evil! Vampire, you must destroy these totems immediately. I'm giving you my heavenly blue power. And while you're at it, I'll unturn the crosses. I don't like this. When Diabolina hears about this, she'll unleash hell. Okay, wir sollen was? Die Kreuze wieder umdrehen? Und wir haben eine Superkraft oder was jetzt, um diese Dinger zu zerstören. Okay, warte mal. Ah. Okay. Vorher war es quasi nicht möglich. Die Kreuze müssen wir umdrehen. Moment. Bin ich jetzt doof? Ach, das andere war ja oben. Oh Mann, wie kann man nur so verplant sein wie ich? Okay. Das haben wir geschafft. Dann müssen wir noch die... Ach, du warst doch gerade oben. Die Figuren zerstören. Neun Stück sind es insgesamt. Okay. Kann ich da runterspringen? Yes. Nee, kann ich nicht. Ah, oh, verdammt. Oder doch? Ha! So, dann müssen wir hier hoch. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Auf jeden Fall können wir hier noch mehr Müll zerdeppern. Ich bin mal gespannt, was wir noch alles machen. Welcome. Oh, freundlich. Servusle. Hallo. Okay, die Formel für
Einen Rosenkranz? Keine Ahnung. Ah, okay, ich kann auch mit links und rechts kann ich machen. Okay. Kann ich da noch irgendwas zerstören? Ne, das nicht. Müssen wir natürlich probieren. Oh, was ist das? Ich vermute mal, weil ich die Musik aus habe, höre ich nichts. Tram-tam. Okay, da kann ich nichts machen. Kann ich hier noch irgendwas zerstören? Ne, es war bloß dieses kleine Tischchen. Dieses Ding, der Stuhl wahrscheinlich. Die Schränke nicht. Ruhe. Ah, der war noch ganz. Da ist nichts. Oh. I'm a liquor. Oh yes. So, wir sind jetzt ein bisschen high. Dann macht es natürlich gleich mehr Spaß, auf eine Urne einzudreschen. Hello. Oh, was muss ich machen? Answer the phone. Wohin geht's da? Ist das der Glockenturm? Oh, yes. Oh. Okay, so ein kleines bisschen normal, wenn ich wieder wäre. Oh. Mich dreht's. Cross has inserted an unturned, and the totems are destroyed. We're even. Ha, you wish. The crosses and the totems count as one. You don't wanna piss me off. Dude, I'm making you more splendor. Splendor? Oh, look! 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 Prepare to lock the vampire inside the church. The world turned upside down. Everyone wants to see this. Holy shit! Torpedo is bullying a demon! We're gonna make billions! Billions? Buy three, get a free delivery! Delivery, but you're selling them here, on the spot! Buy four, get a free delivery! Okay, you know how to bargain. I've always had a head for business. The vampire is taking care of our church for free, and that's just a list of my abilities. Excuse me, is it true that your priest is a vampire? I'd like to make a documentary about... What? Not bad, of course. Our priest is a vampire. You can ask whoever you want. You can even ask me. And I'll tell you our priest is a vampire. I'm supposed to put on a cassock, grab a guitar from the basement, and play a youth meeting song. Me, Orlok the vampire. The tyrant of hell, a Baron Slayer. Ja, die Massen strömen an, weil sie alle den Vampir als Priester sehen wollen, wie er hier in der Kirche eingesperrt ist. So, put the cassock on. The wardrobe is in the attic. Da müssen wir wieder nach oben, ne? Ja. Drum, drum. Aber wenigstens ist der Rausch jetzt weg. Put the cassock on. Cassock. Das ist quasi die Tracht. Outfit. Great power with no responsibility. Orlok! Orlok! Something's wrong. He'd rather play priest than talk to me. How am I supposed to reach him? I'll help you, honey. Thank you. Diabolina? You're here? You're welcome. I'm not going to interrupt you. Wait. Do you know how to get out of here? I guess I owe you that. I'll arrange for transport. Is it possible to, you know, to do it so he doesn't know it's you?
She's my ex. When she became an infernet star, she moved to the higher circle of hell. The sudden increase of her popularity coincided with the decrease of Orlok's, cause she beat the crap out of him. Pamela, I think they like me here too. They are taking advantage of your naivety. Stop compromising yourself. Take off this dress and let's go back to our Batoon. I'm not going back without my curse. But you have superpowers. You're like Christianist Jean. It could be useful for once too. Take care of the transport yourself. You're so popular after all. Surely you can call someone. Okay, get rid of the Shuttonists in the basement. Moment, in the basement heißt hier unten, ne? Hier, zack. Also einmal runter. Ah, oder da unten. I'll destroy you! I'll destroy you! You miss! You felt that, right? Who the fuck are you? What are you attacking me for? It's a trap. I was supposed to wait for a priest, but I almost did it. Yeah, close one. Listen, I'm not a priest, it's a disguise. I'm looking for a guitar. The devil didn't make the guitar for someone to play psalms on it. I had to blow it to pieces. When I die, search my corpse. Bleh. They found black metal in the shade in his pocket. That's what I'm talking about. Okay, ich glaube, ich muss bei dem Spiel ja eigentlich die... Ah, Black Metal. Black Metal is required to make weapons upgraded. Amen. I did the right thing. Okay, was haben wir hier? Dynamit, Elektronik. Kann ich hier irgendwas zerstören? Ich hatte hier einen Baseballschläger oder sowas. Jawohl, Schläger gesehen. Oh. This looks good. The Arms Race. Ah, jetzt kann ich mit Q quasi hier den Schläger ändern. Okay. Höh? Ah, da kann ich dann irgendwas auf... Ah, Patrol. Muss ich den vielleicht hinstellen? Nehmen muss ich es auf jeden Fall, ne? So gar nichts laufen lassen möchte, aber ich muss sie ausmachen. Okay. Answer the phone. Das ist schon wieder da oben das Phone. Alles klar. Haben wir hier noch eine... You don't have the key. Okay. Wir dürfen hier nicht raus. Kann ich da noch irgendwas zerstören? Nein? Okay, dann answern wir mal das Phone. Enough of this sham. Give me my curse back. That wasn't the deal. Where's the song? Folks are waiting. You locked a Shaitanist up with a guitar. What were you expecting? Okay. Do the crack of in then, and I let you be. I can't dance. Just let me out if you don't have any ideas. What? That wouldn't be okay. The wish can't go to waste. Do a front flip then. You took away my powers. Jeez, I do not then. Clean up the church. Clean up the church, okay. Get a mob from the basement. Okay, wir müssen jetzt hier reinigen. Ach, ich freue mich schon auf das Game mit Pity zusammen, wenn es ums Reinigen geht, aber das werdet ihr ja bald sehen in dem Livestream. Hold to select action, press to use currently selected action. Okay, die mittlere Maustaste. Okay. Aha, ich kann Action drücken. Okay, wir haben ja diesen Putzer.
Ah. Ich weiß jetzt nicht, was ich genau reinigen muss, aber ich denke mal, dass ich da oben die Kirche reinigen muss. So, kann ich sowas da wegmachen? Nein. Zeig mir, was ich wegmachen muss. Ich denke mal alles, ne? Okay. Ich denke mal, dass es das da ist, was ich wegmachen muss, aber es geht nicht. Okay. The walls. Ah, the walls. Lies halt einfach mal. Da steht's doch. Eindeutig. So, wir müssen the number of the beast wegmachen. Jawohl, das erste haben wir geschafft. Dann unser geliebtes Sternchen. War hier drin auch was? Sollen wir die Dinger auch wegmachen? Ah ja. Okay, und da oben waren ja noch mehr, ne? Und dann gehen wir erst einmal ganz nach oben. Schauen mal, ob hier auch irgendwas ist, aber ich glaube doch. Da haben wir noch was. Und weiter hinten auch noch. Nein. Das ist einfach nur der Glockenturm. Nummer 4. Yes. Wir sind doch super. Was ist denn das? Da ist ein Plan oder irgendwas drauf, ne? Okay, ich kann hier... Ich kann das auch nicht aufheben oder irgendwas. Ich kann da gar nichts machen. Das ist vielleicht dann auch nur Deko. Keine Ahnung. Vielleicht kommt es auch noch. So, dann haben wir... Hier unten noch. Nein. Hier auch nicht. Dann da oben, oder? Uns fehlen noch drei. Da haben wir... Ups. Falsche Taste. Nochmal, komm. Nicht damit. Dann haben wir da noch ein Kreuz. Ein Stern. Und es fehlt noch eins. Und das ist mit Sicherheit dann da die Treppen hoch. Ah ja, da haben wir das letzte. Okay. This vampire cares about the church more than torpedoed us. That dude in disguise did more in one day than our parson had done in a year. Guess I'll start coming to church. It's high time to convert. He should be our parson. Please be quiet. What is this heresy? You must have forgotten what true vocation looks like. Christianism is not only about processions, baptisms, and clean church posts. Christianism is a constant war. A war against Satanism. Who else have enough faith to wield the holy weapons? Torpedo. A fat blue stuffed animal has stole my fist gun blueprint. Have you seen him? Yes. I see it. Ich hab's gesehen, diese Rolle. Vor kurzem. Und ich würde sagen, die holen wir dann morgen inklusive dem Anruf. Ich weiß nicht, ob ich hier Third Person machen kann? Ich glaube nicht. Von daher sage ich jetzt mal vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Das Spiel macht wirklich mehr Fun, als ich vermutet habe, muss ich echt gestehen. Ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim zweiten Part morgen auch mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.